Hallo, guten Abend am Sonntagabend zur Kunstschau am Sonntagabend hier vom Kieswerk. Wir sind auf dem Kieswerk. Wir sind fürs Erste erstmal Anja und ich zum Hallo sagen. Hallo. Dobry wieczór. Auch von mir guten Abend zur Kunstschau. Ich bin heute am Wochenende unterwegs in der Schweiz, um genau zu sein in Schiers, zum Beispiel bei der Salgina-Tobel-Brücke, die Sie hinter mir sehen. Dann geht es noch weiter nach Westösterreich, um genau zu sein Fies, von da nach Betzau und von Betzau am Montag dann wieder zurück nach Hause. Wir machen jetzt aber erstmal ganz gewohnt weiter mit der Kunstschau. So, ein kleines Rätsel. Wir fangen heute mit einem kleinen Rätsel an, mal schauen, wer drauf kommt. Vielleicht ein Blick auf meine Kleidung als Hinweis, als kleiner. Wer ist einer der beiden Papageien? Sie haben es gemerkt, die Papageien sind nicht echt, obwohl man es denkt im ersten Moment oder auch im zweiten, dritten. Ich habe auch lange dran gedacht, dass sie echt sind. Aber es stecken Menschen drunter und Sie können gern eine Message schreiben oder wie auch immer an Facebook irgendwas, Kommentar, wenn Sie denken, dass Sie die richtige Person kennen. Jetzt aber wieder ernst, seriös. Sie sehen es, die Anja steht neben mir mit einer Maske. Und aus, mein nicht Anja. Achso, stimmt, das ist der Papagei. Vielleicht ist unter der Maske der Papagei. Oder vielleicht, ja, genau, kann das sein. Auf jeden Fall wird sie Ihnen ganz genau was zu der Maske sagen. Wo sie herkommt, wer sie schon getragen hat und so weiter. So, I will take mask. Yeah, it was me. Tatsächlich, war die Anja. It was me, it was really me. So this mask I did some years ago, 3 years ago, for my friend Ala Gruca, Alicia Gruca. She's an artist, painter and also fashion designer, and she's doing often costumes for theater or for performances. When I was living in Poland, I took a part often in performances with which was really super adventure for me, with many performers, artists, dancers, and also some people like me who are doing the best what they could do. But often I made also jewelry for Ala, special for her, and it was an anniversary for the club. I think it was 25 years from Sphinx, and I did this mask for her. I couldn't go to Poland this time, and I sent it. And many another artist or friends did different kind masks, and it was free for us to decide what and how we will do it. And I did in my way, how I was every time making jewelry or handbags. Also, in the past, I made a lot of handbags, and I put them in the shops in Warsaw. And about this mask, I can say I use a lot of incredible materials what I bought in Japan, and I sample every time these things. I don't know how to call them, but they are made in plastic or rainbow, kind of holographic. Maybe now it's easier to find in shops this kind of things, but in this time when I bought it, it was really seldom. I connect them. It's all I sewed on the fabric, but also with plastic, with many stones, pearls, and Swarovski elements. My idea was it all shines, and with different light, it gives another effect. Also in with flash, it's kind of reflecting material. It shines like. The signs on the street, on the highways, I don't know, this reflecting follies. I have to say I love to do this kind of thing. Sometimes it was a lot of work, but I was happy to do it. And
And I saw, I have seen photos from this performance, from this, it was kind of fashion show with many different kind of costumes, people in this, different clothes with different masks. I know my friend Roxana was wearing this mask, and she looked very incredible. She looks every time incredible. And I think it was really cool. This time this group of people also they are doing different kind of performances. Now when I was in Gdańsk, we came back 1 week ago, they made kind of performance for also anniversary. Volker, say this word good. Yeah, I think it was for birthday from Solidarność. Yeah, it was also in German television. Also this group with. Yeah, this was with your group. It was. I saw it in television. Your group. Ah, super! So this was really famous, and I think they made it really well. Robert Florczak, Professor Robert Florczak, who had here also exhibition by us, was a director. And Ala Gruca made costumes, and my friends participate in this, and I could see only rehearsal because I couldn't stay so long in this time in Gdańsk, in Danzig, and it was really impressive. But my mask I made for another, I don't want to mix these two subjects, so I made for another thing. And I still have it and I still keep it to remember this. What's the title? Turtle Face? I don't know, Volker. This is your suggestion. This is your suggestion, Turtle Face. Why turtle? Because it's when you have it flat like this. No, but you have it laying. Yeah, but who is walking like this? You can also wear it as a hat. Yeah, maybe. This is very cool, Anya. So you suggest I will wear it now, right? Half evening like this, the face, half evening. Yeah. Show the backside. Yeah, backside. It's there are different kind of things to help to install it on the face and. Silk. Yeah, it's silk. I like to use good materials. Es ist so, wir haben jetzt die Kunst ins rechte Licht gerückt. Nicht, dass wir keine Galerieräume hätten, wir haben sehr schöne große Galerieräume zum Kunstpräsentieren, aber wir haben auch so mobile Galeriekuben und zum jetzt sowas vorstellen ist natürlich schön, wenn man der Sonne entgegenfahren kann und die präsentieren. So, ich war die letzten 2 Wochen in Berlin. Und eine meiner Arbeit war die 3 Himmelslebenfiguren zu kreieren. Ich erzähle erst ein bisschen drüber und nachher tut der Felix euch das von ganz nahem und ganz intensiv ohne Background-Gequatsche genauer zeigen. Also es sind 3 Figuren aus der Serie Himmelsleben. Himmelsleben heißt immer zwischen Himmel und Erde, zwischen Fleisch und Geist, ohne festen Halt am Boden, auf dem Weg nach oben, also zwischen den Welten schwebend. Und um das Schwebende nochmal zu verdeutlichen, haben wir hier eine Aufhängung gewählt, die nur an 2 Nägeln links und rechts befestigt ist
und wo so eine Art Horizont, das ist eine Messingstange, so ein Horizont entsteht. Das ist auch noch eine schöne Variante, weil man dann zur Senkrechten auch noch die Horizontale hat. Ich finde das ganz schön gelöst mit der Befestigung. Das ist ein Kunststoff, geschnitzt und dann beschichtet und geschliffen und dann wieder beschichtet, wieder geschliffen, also ein längerer Prozess. Sie sind auch in drei verschiedenen Varianten, in drei, kann man sagen, Abstraktionsvarianten. Also hier ist eine mit sichtbarem Busen und hier ist das aber schon ganz abstrahiert und ist nur noch sehr geometrisch, aber nachvollziehbar, wenn man möchte. Was vielleicht auch noch was zur Technik, das ist natürlich, der Schwerpunkt ist natürlich viel höher wie der Horizont. Das heißt, ich habe im unteren Bereich, in dem Bereich, habe ich Blei eingesetzt, damit der untere Bereich schwerer wird. Der ist natürlich immer noch nicht so schwer wie der obere Bereich, aber er ist annähernd in der Waage und das macht das sichtbar, ne? Das sieht man oder das fühlt man, wenn man es anschaut. Dass es also keine leichte Figur ist, sondern dass es durchaus einen Schwerpunkt hat, der nach unten zieht. Und so weit, so gut. Und Felix geht jetzt näher auf die Geschichte ein, schön ruhig, schön langsam, schön im Detail. Puga, die Puga ist auch gerade am Kommen. Mäuslein, willst du auch schauen? Komm, ja, komm. Sie ist immer beleidigt, wenn wir filmen oder auch vorher bei der Begrüßung und sie ist nicht dabei, dann ist sie ganz beleidigt. Jetzt sagen wir auch mal Hallo. Hallo, lieber Zuschauer, ich bin auch hier. So, jetzt aber fertig mit. Jetzt geht's wieder zur Kunst. Vielleicht etwas muss ich doch noch, möchte ich doch noch sagen. Durch dass man natürlich den Abstand zur Wand hat. Sie sehen es hier, hat man je nach Licht, wie man es anstrahlt oder wie das natürliche Licht drauf scheint, also ganz tolle Schattenwirkung. Ne? Man hat halt hier eine Distanz zur Wand und da entstehen natürlich auch solche Schatten und auch hier jetzt gerade im Moment. Und das ist natürlich auch nochmal schön, gerade im Wohnzimmer auf einer weißen Wand wie es hier. Also da kann man das noch intensiver in Szene setzen mit einem guten Licht. Einfach, aber gut platziert. Und jetzt geht's weiter mit einem Beitrag von Volker über eine neue Bronzeskulptur.
habe wieder eine Skulptur zum Anfassen. Ohne Ecken und Kanten oder nur mit wenigen hier, aber auch mit Rundungen wie hier oder wie hier. Und zwar zeigt das auch ein bisschen meine Wurzeln, aber ich bin ja auf dem Weg, aber ich bin nicht nur in einer Richtung auf dem Weg. Also ich gehe immer wieder mal gern den Weg zurück und befasse mich mit dem weiblichen Torso. Das ist jetzt ein abstrahierter, idealisierter, wie auch immer, Torso, wobei ein Torso eigentlich ja hier aufhört. Aber wenn ich Torso mache, nehme ich eigentlich immer noch die Beine dazu. Und ich sehe das auch mehr nicht als feminine weibliche Figur oder als Torso, sondern als Skulptur. Das heißt, das sind die gestalterischen Prinzipien oder die gestalterischen Elemente wichtiger vielleicht wie das Erkennen vom femininen Körper oder vom weiblichen. Aber trotzdem ist er natürlich erkennbar. Wir haben auch hier eben, dass das sehr stark Bezug nimmt zu der Vergangenheit. Das sieht man auch hier, das habe ich früher mal sehr stark ausgeprägt gehabt, das feminine Urmuttersymbol, das Dreieck, wo sich dann hier oben nochmal widerspiegelt als Ausschnitt, wo verstärkt wird durch die Senkrechte. Und diese Arbeit habe ich, ist schon eine ältere Arbeit, habe ich angefangen zu modellieren, vor Jahren schon. Ich wollte das eigentlich ursprünglich, kann ich gern zugeben, als Lampe umsetzen, als Kunststoffhülle mit LED-Licht innen drin. Habe das auch schon, Felix, du warst sogar dabei in Karlsruhe in der tollen Formenbauerei. Wir haben auch schon eine Form fast angefangen gehabt. Ich musste das dann aber canceln, weil das Projekt war einfach finanziell zu der Zeit viel zu groß für mich, weil es geht ja darum, dass man dann das in Serie herstellt und dass man es natürlich dann auch vertreibt, 100 oder 1000-fach oder mehr. Naja, auf jeden Fall die Basic war da und das habe ich zur Corona-Zeit das Thema wieder weiterverfolgt und habe die Oberflächen wieder so, oder habe es einfach weiter fertig modelliert, auch mit einer Oberfläche, die sich auch für Bronze eignet. Und das ist das Ergebnis. Ich habe es gestern bekommen aus der Gießerei. Das ist jetzt die Variante mit einem Grünspan-Patina als Oberfläche. Also im Vergleich zu der hier, das ist ja auch eine Bronzearbeit. Das ist jetzt die Patina, wo Bronze ähnlich ist. Das, genauer gesagt, wird das mit Schwefelleber gemacht. Und die Patina hier wird sehr viel mit Pferdeurin und ähnlichen Substanzen hergestellt. Also die Patina heißt, man macht, wenn alles fertig ist, die Bronze heiß und gibt dann Substanzen oder Chemikalien oder biochemische Produkte auf die heiße Bronze. Und das wird dann, ist das nicht Oberfläche, sondern das ist dann in der Bronze eingebrannt, weil es reagiert mit der Bronze. So, und ich habe eine große Freude dran, weil es ist ja immer so eine Sache, also Bronze in der Größe zu gießen, ne? Ist ja immer eine kostspielige Sache, ne? Und es wäre natürlich schön, wenn wir einen Käufer finden, dann kann man wieder das nächste Projekt auch wieder gießen. Und ich mag die aber sehr, die hat noch keinen Titel. Feminine Torso im Moment, Arbeitstitel. Der Titel kommt aber noch, der Titel kommt dann immer spätestens mit der Kalkulation zusammen. Die gibt es nämlich auch noch nicht. Schauen Sie sich das mal rundherum an, von oben bis unten. Man muss sich natürlich immer vorstellen, jetzt ist sie im Zusammenspiel mit Rechts- und Linksskulpturen. Aber wenn man so eine Skulptur natürlich im Haus hat, im Wohnzimmer hat, in der Ecke oder im freien Platz, freie Wand oder Mitte im Raum hat, dann ist das als Solo-Projekt natürlich eine grandiose Sache. Ich glaube, irgendwo ist auch mal noch signiert mit VS. Ah, hier hinten. Hier hinten sieht man gut das VS 2020. Und die Geschichte hier ist ein Unikat, also die wird es maximal 7-mal geben. Aber das zweite Mal, wenn sie jetzt gegossen wird, dann wird sie nicht in dem Grün patiniert, sondern
in dem hier. Das ist, glaube ich, auch schon unterwegs. Das heißt, unterwegs, es ist am Tun. Das heißt, in ein paar Wochen kriege ich sie wahrscheinlich auch in Bronzefarben. Dann stelle ich sie vielleicht nochmal vor. Jetzt ist sie in dem Grünspan hier. Gute Proportion, schön anzufassen. Bronze liebt das, wenn man es anfasst. Bronze wird immer schöner. Je mehr man Bronze anfasst, je mehr man damit zu tun hat, je schöner wird die Bronze. Das sieht man bei ganz vielen Skulpturen, wo diverse Stellen, wie es hier Busen oder Poti sind, dann im öffentlichen Raum sehr schnell poliert sozusagen von den Menschen, die es einfach zu den Rundungen zieht mit den Händen. Und das hängt es aber nicht mit dem Körper als solches zusammen, sondern auch abstrakte Formen. Also da, wo es rund ist, wird es gestreichelt und wird auf natürliche Art poliert. Man kann... Okay, du bist schon weg. Also optimal ist natürlich, ich habe die jetzt nur gerade gestern bekommen und habe sie jetzt in die Reihe integriert. Die kommt aber in Kürze, bekommt sie noch einen Sockel, ein schöner, vielleicht nicht so monumental wie diesen hier, ein ganz schlichter Sockel. Und dann wird sie in der Galerie präsentiert. Und jetzt ist das noch ein bisschen brachial, monumental, das wäre einfach ganz spontan, damit wir auch drüber reden kommen. Können, habe ich das jetzt auf den bestehenden Sockel schon montiert. Sie hat ein Gewicht von 45 Kilo. Also Bronze gießt man immer in einer Wandung von ca. 3 mm, um Spannungsbrüche oder überhaupt Spannungsrisse vorzubeugen. Gießt man Bronze nur selten, oder kommt drauf an, was für eine Proportion das ist. Also wenn möglich, gießt man Bronze immer hohl. Und die ist hohl. Die ja auch. Und als letzten Beitrag für heute präsentiert uns Volker nochmal eine neue Skulptur aus Epoxy. Das ist eine ganz neue Arbeit, ist auch gerade letzte Woche entstanden in Berlin. Es gibt schon in ähnlicher Form, aber ohne die Himmelsleben in Bronze, gibt es sowas schon in ähnlicher Form größer mit dem Titel Space Rouge. Der Titel hier, weiß jetzt noch nicht, ob das auch in die Richtung geht oder ob ich den Titel an die Skulptur anlehne, die ja aus der Serie Himmelsleben kommt. Sie haben es gerade gesehen am Anfang, es spiegelt ziemlich und es ist jetzt so, ich zeige Ihnen was. Und zwar erstens gehen wir mal in die Tiefe von dem Objekt. Dann sehen Sie, wie das aufgebaut ist und ich nehme auch das vordere Glas weg. Dann sehen Sie, wie das im Original, oder nicht im Original, in der Tiefe aussieht. Also es gibt hier solche Klammern, die knickt man um. Sie sehen es gerade nicht, aber gleich sehen Sie es. Weil jetzt kann man auf die Seite
Rahmen ist schon sehr, ja, sagen wir mal, exklusiver Holzrahmen mit. Die kann man auch rausziehen, die Klammern, zumindest auf einer Seite mache ich das, dann haben wir es einfacher. Vielleicht mache ich es sogar auf zwei Seiten, mal schauen, ob es da leicht geht. Ja. Und zwar, so, im Holzrahmen sind wir stehen geblieben. Das ist ein Holzrahmen und der ist mit Blattgold an der Oberfläche beschichtet. Schauen wir, dass wir das rausbekommen. Vorsichtig natürlich. So, jetzt schauen wir uns erstmal den Rahmen an. So sieht der Rahmen aus. Sehr gute Qualität, massiv Holz. Und eben die Fläche, das ist Blattgold. Jetzt nehmen wir das Glas weg. Ich habe gesehen, das Glas hatte hier eh einen leichten Kratzer. Also das muss auf jeden Fall vor dem Verkauf ausgetauscht werden. Aber jetzt geht es zur Sache hier. Also das ist jetzt im Prinzip der Objektkasten. Und da sieht man jetzt die Skulptur, die aus Bronze ist, auch echt vergoldet, mit 24 Karat, galvanisiert, vergoldet. Und die wurde eingelegt in mehrere oder in viele Epoxidharzschichten. Also das Epoxidharz, das wird in vielen Schichten aufgetragen, weil in dem Fall möchte man nicht, dass es springt, sondern möchte, dass es auch eine Art Transparenz und Durchsichtigkeit gibt bis zur letzten Schicht. Weil wir haben hier eine Tiefe von je nachdem schon fast 3 cm und da sieht man auch, dass die roten Teile, die roten Fragmente ganz tief unten liegen. Und das sehen Sie auch, wenn das Glas drauf ist, nur mit der Kamera sehen Sie es relativ schlecht. Und jetzt baue ich es wieder zusammen, aber ohne Glas ist fürs Erste. Und dann können Sie das nochmal vor der weißen Wand anschauen. Huga, Sie hören es. Unser Hund macht da gerade die ganze Kinder verrückt hier. Naja, Sie werden es überleben. Ein Mops ist zwar auch eine Art Raubtier, aber halt nur eine Art Raubtier. So, jetzt haben wir doch eine ganz andere Wirkung und jetzt kann ich schon mal ganz in die Tiefe rein und dich mit der Kamera austoben sozusagen.